Der Hexer war auf der Suche nach den Königsmördern weit durch die Lande gezogen. In Flotsam erschlug er Bernard Loredo und nur wenige betrauerten den Kommandanten. Flotsam blieb temerisch und das Kommando über Garnison und Stadt erhielt ein Edler aus Vysima, eingefleischter Feind Kedwins und leidenschaftlicher Angler. Noch heute erzählt man sich in Bindegarn am Lagerfeuer Geschichten von den Taten des Hexers. In Edirne wurde der Hexer Zeuge, wie Saskia, die Drachentöterin, einen großen Sieg errang. Das Pontartal als unabhängiger Staat, wo zuvor Ober-Edirne gewesen war, wurde für Ausgestoßene das verheißene Land. Sogar der durchtriebene alte Sultan Shivai begann an das Land des Glücks zu glauben. Doch auf die Träumer und Architekten der neuen Ordnung warteten finstere Zeiten. Seit Foltests Tod hatten sich dunkle Wolken über Temerien gesammelt. Bar seines Königs war das Land wie ein Ballen edlen Tuchs, von dem zahlreiche Adlige sich ihre Ellen abschnitten. Die kleinen Halunken flohen freilich sofort, als die wahren Raubtiere die Krallen nach der Beute streckten. Auf dem Gipfel in Lochmuin wurde das Schicksal von Foltests Reich besiegelt, als Radovid von Redanien und Henselt von Kedwin es zwischen sich aufteilten. Das Unwetter, das bald den Norden heimsuchte, war zumindest teilweise das Werk manipulativer Zauberer. Es schien, dass sie am meisten vom Chaos in Temerien, Edirne und Kedwin profitierten. Das gemeine Volk wendete sich gegen Zauberinnen und alle magischen Monstrositäten, einschließlich Hexer. Burgen, in denen Experten der magischen Künste bislang willkommen gewesen waren, verschlossen die Tore vor allen, die Hilfe suchten. Eine Hexenjagd begann. Es war eine Zeit der Verwirrung und der Gewalt, gekleidet in königliche Dekrete. Doch so schlimm die Tage schienen, sie waren für uns, die wir gewissermaßen am Schicksal der Welt mitgewirkt hatten, doch eine Ruhepause. Soltan versuchte, die Hand seiner Geliebten zu erlangen und ich bettete mein Haupt im Schoß der Musen. Wer hätte ahnen können, dass das Unwetter, das den Norden gebeutelt hatte, nur das Omen noch viel dunklerer Zeiten gewesen war? Und zugleich die Präambel einer ganz neuen Geschichte von Geralt von Riva.